Die Paella ist ein weltberühmtes Gericht, das ein Hauptbestandteil Reis ist. Je nach den verwendeten Zutaten unterscheidet man verschiedene Paellas. Die gemischte andalusische Paella enthält Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte und ist deshalb besonders wohlschmeckend. Für die Zubereitung der andalusischen Paella wird zuerst das Gemüse klein geschnitten, das dann in Olivenöl angebraten wird. Es können noch weitere Gemüse wie Erbsen oder Artischocken hinzugefügt werden. Zur Zubereitung wird eine spezielle flache Pfanne, die sogenannte Paella, benötigt. Der Name dieser Pfanne ging schließlich auf das ganze Gericht über. Die Paella ist rund und besitzt einen ca. 10 cm hohen Rand. Wenn keine Paella zur Hand ist, kann auch eine ähnliche Pfanne verwendet werden. Es ist wichtig, dass die Kochplatte die gesamte Fläche der Paella gleichmäßig erhitzt. Den Knoblauch in nicht zu heißem Öl goldbraun anbraten. Dann die Bohnen zum Knoblauch geben. Erst die Paprikaschote und später Tomate und Zwiebel zugeben. Während das Gemüse anbrät, den Fisch und das Fleisch vorbereiten. Zu empfehlen sind besonders Seeteufel, Zackenbarsch oder Seehecht. In unserem Beispiel wurde Seeteufel verwendet. Das Fleisch in mittelgroße Stücke schneiden. Es kann Hühnchen- oder Schweinefleisch verwendet werden. Den Kalmar in Ringe schneiden. Darauf achten, dass der Tintenfisch gut gar wird, damit er nicht unangenehm hart bleibt. Wenn die Bohnen halb gar sind, Tomaten und Zwiebeln zugeben. Alles in Olivenöl bei schwacher Hitze anbraten. Wenn das Gemüse fertig ist, Fisch, Fleisch und Kalmar hinzugeben. Alle Zutaten gut vermischen, damit Aromen und Geschmack während des Garvorgangs alle weiteren Elemente durchdringen können und das Endergebnis aromatisch ausfällt.
Salz würzen. Nun ist die Grundlage der Paella fertig. Einige Minuten bei mittlerer Hitze garen und hin und wieder vorsichtig umrühren. Safran oder gelben Farbstoff zugeben. Wenn das Fleisch und der Fisch leicht gebräunt sind, die vorbereitete Bouillon zugeben. Wenn keine Bouillon zur Hand ist, kann ein Brühwürfel und heißes Wasser verwendet werden. Es muss unbedingt genau doppelt so viel Flüssigkeit wie Reis zugegeben werden. Wird zum Beispiel ein Glas Reis für zwei Personen verwendet, müssen zwei Gläser Bouillon hinzugegeben werden. Alle Zutaten nochmals gut verteilen und 5 Minuten bei mittlerer Hitze kochen lassen. Den Reis gleichmäßig einstreuen, damit er auch gleichmäßig gart. Der geeignete Reistyp für eine Paella ist Rundkornreis, der Geschmack und Flüssigkeiten besser aufnimmt. Der Reis muss auf den Punkt gegart und darf weder zu hart noch zu klebrig sein. Die Hitze höher stellen und 12 Minuten garen. Nach dieser Zeit die Garnelen auf den Reis setzen. Es können auch Krabben, kleiner Kaisergranat oder ähnliche Meeresfrüchte verwendet werden. Die vorgekochten Niesmuscheln symmetrisch auf der Paella anrichten, damit sie besonders appetitlich aussieht. Weitere 6 Minuten bei mittlerer Hitze garen. Sobald der Reis fertig ist, von der Hitze nehmen. Es ist empfehlenswert, den Reis 5 Minuten lang ruhen zu lassen. Dann kann die Paella serviert werden.